Hallo meine Lieben, heute ist der 23. Dezember. Meine letzten Patienten erledigt, dann sind wir rausgefahren, dorthin, wo wir an Weihnachten feiern wollen mit der ganzen Familie. Dann haben wir bemerkt, dass wir was vergessen haben und jetzt bin ich eine Stunde hin und her gefahren und habe das geholt. Und habe die ganze Zeit Weihnachtsmusik gehört und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine gute Gelegenheit, noch einmal Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten zu wünschen und ein paar Sätze zu sagen zu diesem Fest, weil wir waren jetzt vor kurzem in einem Winterzirkus in der Stadt Wien, also in Wien. Und für Kinder halt natürlich, logischerweise, und unsere Kinder waren sehr begeistert. Alle fünf wurden eingeladen von einem lieben Freund von uns, der selber keine Kinder hat. Und ganz am Ende haben diese Künstler und Artisten haben dann so ein Statement gegeben, das für mich sehr beeindruckend war, was Weihnachten betrifft. Also da haben sie eine Krippe aufgestellt, die ist auch nicht besonders groß, aber jeder von diesen Künstlern hat dann eine Figur der Krippe hereingebracht und am Ende wurde das Jesuskind hereingebracht und die heiligen drei Könige und die, also Hirten und die Mutter Gottes natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, wow, in der Stadt Wien, dass das noch erlaubt ist, wo eigentlich sämtliche christlichen Bezüge verboten sind, weil sie irgendjemanden verletzen könnten. Gibt so einen Weihnachtszirkus eigentlich? Wow. Das hat mich wirklich berührt, weil der Glaube schon ziemlich aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und mir scheint, das ist ein großes Defizit. Weil es uns gut tut, zu glauben. Und diese Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist zu einem kleinen, wehrlosen Kind. Also ich meine, wehrloser gibt es nicht als Neugeborenes. Also kann gar nichts ein Neugeborenes. Ich habe das jetzt fünfmal erlebt. Also der könnte keine drei Tage überlegen. Wahnsinn. Da muss man so aufpassen, dass da nicht irgendwas passiert. Die Mütter haben das im Blut, die Väter müssen das erst lernen. Aber so ein Kind ist der Allmächtige, also der Herrscher über den Himmel und die Erde. Ist so klein ist er geworden. Das ist schon ein sehr beeindruckendes Fest. Und so zärtlich nähert sich Gott dem Menschen. Deswegen ist das ein sehr menschliches Fest, weil eben Gott Mensch geworden ist. Und das finde ich schön. Der Rummel, der rundherum gemacht wird, die Geschenke, der Stress, den die Leute haben. Ich meine, der Dezember ist der schlimmste Monat für einen Psychiater, weil alle noch irgendwas erledigen müssen. Und ich höre von vielen Berufen, dass der Dezember auch für die der schlimmste Monat ist. Im Buchhandel wird, glaube ich, die Hälfte des Jahresumsatzes gemacht im Dezember. Naja, meistens werden Bücher gekauft, die dann geschenkt und gar nicht gelesen werden. Aber das ist der eigentliche Sinn von Weihnachten, dass wir einfach, dass es noch jemanden gibt über uns und dass es der gut mit uns meint. Das finde ich eine schöne Botschaft. Und weil diese Zirkusartisten so mutig waren und eben Position ergriffen haben, die waren nicht aus der ganzen Welt, aber aus vielen Teilen der Welt, aus der Ukraine, aus Tschechien, aus Deutschland, aus Italien, hat man nicht alles gemerkt, aber so richtig. Viele Nachbarländer von uns und auch weiter weg, kein einziger Österreicher war dabei. Die haben sich gemeinsam, haben da ein Weihnachtsstatement abgegeben, der Gott ist Mensch geworden, das ist wirklich, wow, haben wir gedacht, das sollte ich auch machen, das tut uns gut. Das ist gut, wenn wir dazu stehen, dass wir das wichtig finden, dass wir daran glauben, dass das nicht aus der Öffentlichkeit verbannt werden soll. Gerade weil im Namen der Toleranz sehr viel Schindluder mit der Religion getrieben wird.
Naja, meine Lieben, in diesem Sinn, ich nähere mich jetzt meinem Ziel. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst muss ich noch einmal zurückfahren. In diesem Sinn verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Feiern Sie gut. Denken Sie auch an diese Selbsttranszendenz, an die religiöse Dimension, was dahinter steht, wenn wir Weihnachten feiern. Das ist nicht nur irgendeine Winterwende oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich eine unglaubliche Botschaft, die dahinter steht, von einem wohlwollenden Gott, der es gut mit uns meint. Alles Gute und Tschüss. Ihr Raphael Bonelli.